Der Beschichtungsprozess findet in einer Gasphase statt, das heißt, das Zinkpulver löst sich in der Bearbeitungstrommel auf, geht dort in die Gasatmosphäre über und kann sich dann über das gesamte Bauteil homogen niederschlagen. Das heißt, wir können auch hier die komplexesten Bauteilgeometrie oder Hohlräume mit unserem Zinkpulver in der Gasatmosphäre erreichen und somit auch die Teile überall gleichmäßig beschichten.